Sie ist heute da, meine Damen und Herren, die Frau mit dem regelmäßigsten Gebiss der Nordhemisphäre. Sie scheint oft nur so harmlos, denn sie ist die Meisterin der fiesen Streiche, vielleicht sogar die Anführerin. Guten Abend, Mary Rose. Mary, ich kann mich erinnern, es war genau hier, als wir dich verabschiedet haben vor... Ja, wo ihr mich reingelegt habt. Ja, wenn, ja. Stimmt. Ich dachte, ich komme zu einer Talkshow. Riverboat? Plötzlich verschwindet ihr alle. Und dann sagt ihr, du kriegst jetzt deine Abschiedssendung. Ich sage, wie meine Abschiedssendung? Ja, ich sage, und kann ich vielleicht mal noch mich ein bisschen einsingen? Nein, geht nicht mehr. So, da bin ich da einfach raus. Und das war so großartig. Wir haben Jörg in die Tiefen des Schlagerweltgeschäftes eingeführt. Der war so glücklich. Er hat sogar Fotos von Michelle gemacht. Ich habe gedacht, der wird überhaupt nicht mehr. Ja, ja, und Roland Kaiser und so. Und ich hatte ganz viele Psychopharmaka, mit die mich dort hingebracht haben. Also es war wirklich eine schöne Abschiedsshow, weil du gesagt hast, Leute, das war es jetzt erstmal für mich hier mit. Ja, das war es. Ist es ja immer noch. Daraufhin haben wir dich gefragt, ob du denn dir noch vorstellen könntest, eine Autobiografie oder einen Biograf zu schreiben. Du hast gesagt, nein. Also ja, wollte ich auch nie. So. Wollte ich nie. Punkt 1, du bist wieder zurück. Und Punkt 2, du hast... Erstmal Moment. Also, ich habe mich mit meiner Freundin P. Werner zusammengesetzt und habe gesagt, guck mal, 65 Jahre bin ich in dem Beruf. Ich glaube, ich schreibe doch. Und dann sagt sie, das machen wir. Und dann haben wir wirklich fast ein Jahr lang geschrieben an diesem Buch. Und ich bin so froh, dass das draußen ist, weil ich habe mich plötzlich an Sachen erinnert, die ich schon längst vergessen hatte. So, und jetzt muss man mal dazu sagen, das Ding läuft wie Bolle. Aufrecht gehen, mein liederliches Leben. Ja. Weil die Leute einfach, Mary Rose ist eine wirklich der beliebtesten Kolleginnen, die ich auch kenne, von allen Seiten. Oh, ich habe noch nie irgendwas Blödes über dich gehört. Und du... Ich wollte mal jetzt Reklame machen. Ich bin jetzt schon die 8. Woche jetzt in den Spiegel. Das haben wir wirklich nicht gedacht. Also, mein liederliches Leben. Das ist auch so typisch, Mary. Liederlich, wenn man das jetzt mal so... ich und liederlich. Ist das jetzt, weil du nicht besonders ordentlich bist oder moralisch etwas... Weder noch. So steht es zumindest. Hat was mit Liedern zu tun, natürlich. Natürlich. Klar. Ja, aber es ist so, ich weiß nicht, mein Leben war eigentlich nie geplant oder verplant. Ich habe immer gedacht, es soll auf mich zukommen. Und wenn es dann da war und ich fand es gut, dann habe ich zugegriffen. Und das ist mein ganzes Leben so gewesen. Und es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr lustig geschrieben. Und es ist, finde ich, man kann wirklich auch was lernen. Also du selbst bezeichnest dich ja als eine der größten oder deine größte Eigenschaft, positive Eigenschaft findest du selber, ist das Vergeben, dass du vergeben kannst und verzeihen. Und ich finde es ganz interessant, dass du, natürlich gehören dann auch deine Ehen dazu, deine zwei Ehen und unter anderem auch mit Werner Böhm. Und dass du darüber auch schreibst, wie es dir da eigentlich gegangen ist. Weil ich dachte, das... muss einen doch zerbrechen, der Mann hat dich betrogen und so weiter. Ja, aber das ist ja, das passiert ja öfter mal. Aber ich finde, wenn man eine Biografie schreibt, du bist mal ganz wenn man eine Biografie schreibt, dann muss man auch ehrlich sein, auch mit sich selbst. Gab ein Beispiel darin, ich habe ja mal, ich glaube, das war 84, wenn ich bin mit Zahlen nicht so ganz gut, aber da habe ich mal einen 13. Platz gemacht beim Grand Prix. Und dann sagt die P, können wir ja rauslassen. Sag ich, nein, das lassen wir schön drin, diesen 13. Platz. Und das war mit aufrecht gehen, witzigerweise. Aber an dem Tag ist natürlich was Furchtbares passiert, natürlich. Aber war auch nicht so einfach, darüber auch zu schreiben und nachzudenken. Aber ich habe wirklich meinen Frieden gemacht. Und zwar die dritte Frau von meinem damaligen Mann, die hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich zur Bestattung komme. Und da habe ich gesagt, gib mir mal noch einen Tag Zeit, ich möchte da gerne drüber nachdenken. Und ich bin heute so froh, dass ich da hingegangen bin, weil diese drei Jungs, die alle 20 Jahre auseinander sind, also er hat drei Söhne gehabt, unter anderem eins von mir. Julian, dem Julian, du das Buch gewidmet hast. Genau. Und die standen dann so Arm in Arm da und das war so schön, es war so eine schöne... So ein schönes Ende für alle. Also ich muss sagen, das war mit so das
das Wärmste, was ich jemals so empfunden habe, dann doch. Aber das, was du da auch schreibst, also das, was du aus dem Jahr, von dem, dieses Erlebnis von, aus dem Jahre 84, unmittelbar vor dem Grand Prix schreibst, das schreibst du auch überhaupt nicht in so einer Verbitterung, sondern nein, nein. Du schilderst einfach nur, dass eine junge Frau dich angerufen hat. Und die hat mich im Hotel angerufen das heißt, sie hat mich nicht selbst angerufen, sondern eine Sekretärin rief an und sagt, du musst mal ganz dringend zurückrufen, das ist ganz was Wichtiges. Und ich rufe an diesem Tag diese Frau an und die sagt zu mir, ich erwarte ein Kind von ihrem Mann. So, das war dieser Tag. Und ich habe lange, viele Jahre überhaupt nicht darüber gesprochen, aber nun kam auch dieses Buch und ich dachte, ja, ich erzähle es einfach so, wie es war. Meine Schwester Tina war dabei. Tina York. Die sagte, du sahst aus, du warst weiß wie die Wand. Und dann da rausgehen, wo 200 Millionen Leute am Fernseher sitzen, am Tag. Also das war wirklich, ich glaube, das war das Schwierigste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und dann auch noch aufrecht gehen, ne? Und noch aufrecht gehen, ja, ja. Aber ich glaube, alles hat einen Sinn, alles. Und alles, was man erlebt, kann man mitnehmen in das Leben, was da noch kommt. Mein Gott, sag mal, das fängt doch mit, also dann adieu, ich mache dir keine Szene oder sowas, fing das, oh Gott, das ist ja dann wirklich gelebt. Ja, und sie war auch so eine Frau, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, sie hat gesagt, bitte sagen Sie ihrem Mann, es steht morgen in der Zeitung, wenn er mich nicht anruft, und die wollte auch Geld haben. Ne? Mit Erpressung auch noch. Ja, 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 ja. Aber mit dem 13. Platz würden Sie heute eine Lichterkette durch St. Pauli ziehen. Aber ich habe davor ja auch schon mal einen 3. Platz gemacht. Ja, Gott sei Dank. Ne? Aber das war auch ganz normal. Also ich weiß noch, wie jemand sagt, ja, gehst du nicht zur Aftershow-Party? Ich sage, was soll ich denn da? Ne? Aus zweierlei Gründen nicht. War weißt unmöglich. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei, ja, genau. Offen. Aber, ja, das ist so. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Momente, die schwierig sind. Und die muss man bewältigen und man kommt einfach... Bewundert. Ja. Ja, aber weißt du was, Frank, das ist genau der Grund, warum dieses Buch auch so funktionieren wird. Ja. Weil die Leute natürlich immer die strahlende Mary haben, die immer perfekte Töne auch abliefern, immer mit Kraft, immer mit Witz und so mit eigener Ironie. Ja, aber wir sind ja nie nur weiß oder schwarz. Ja. Wir sind ja alles. Wir können auch böse sein und... Das gehört auch zum Menschsein dazu. Du bist jetzt auch richtig wieder auf Tour, auf Lesetour? Das heißt immer noch. Ach so, mit dem Lesen, mit dem Buch, ja, habe ich jetzt. Also Tour ist zu viel, aber ich mache so 5, 6 Lesungen. In Hamburg habe ich schon eine gemacht. Dann bin ich in Berlin bei Didi Hallervorden zweimal. In Dessau bin ich auch. Also, und das war so schön, weil es hat sich einfach auch mehr oder weniger so ergeben, wie in meinem Leben sich alles ergibt. Ne? Ja gut, dann mache ich halt eine Lesung. Ne? Dann gehe ich dahin und dann erzähle ich erstmal den Leuten, dass ich null Ahnung habe, was jetzt heute Abend passiert. Aber wird schon. Ne? Und das ist so, meine rheinische Mutter bricht so aus mir raus. Mir war das gar nicht so bewusst, dass sehr viel von meiner Mutter kommt. Meine Mutter war so eine... Ich habe in dem Buch geschrieben, eine leicht kriminelle Frau, die sich mit der Steuer immer so arrangiert hat. Die hätte auch, wenn wir die Kreissparkasse überfallen hätten, Schmiere gestanden. Wirklich. Und dann kann man groß werden und da kann man alles. Da kann man alles. Ist das Mama? Werden. Das ist Mama, ja. Und, ja. Bist du die mit der Schleife im Haar? Natürlich, ich hatte immer Schleifen im Haar. Ganz furchtbar. Ja. Wenn Sie sagen, Sie waren auch manchmal böse und haben Streiche gespielt, auch das ist auch etwas Wichtiges im Buch. Bernhard Brink hatte unter Ihnen zu leiden. Warum? Unter uns. Wir waren ja alle auf Hitparaden-Tourneen. Und der Bernhard, ja, der hatte schon mal so eine Tagesabschnittsgefährtin. Ne? So. Und dann haben wir gesagt, und er sagte, die Cindy von Cindy und Bert, ne? Die hat dann gesagt, du, da müssen wir mal was machen. Ja, sind wir zur Rezeption, haben uns einen Schlüssel geben lassen. Auf dem Weg dorthin ist uns eine etwas beleibte Dame entgegengekommen, die hieß Rosita. Da sagt sie, können Sie sich vorstellen, sich nackt in das Bett von Bernhard Brink zu legen? Da sagte die ja. Sind wir nach oben gegangen, Rosita lag im Bett, Bernhard kommt, macht die Tür auf. Rosita schreit, du hast mir doch die Ehe versprochen. Aber er kam mit einer Frau rein.
Ja, und wir standen alle hinterm Vorhang und haben applaudiert. Ach, ist das er geil. Er hat lange nicht mit uns gesprochen. Ist das geil. Aber wir haben lauter solche Sachen gemacht. Also Tourneen waren, das kannst du bezeugen, eigentlich abends nur so eine Zugabe, dass man da auf der Bühne steht und singt. Weil tagsüber haben wir furchtbare Sachen gemacht. Furchtbare Sachen. Ich erinnere mich noch an einen Kalbsknochen. Wir haben gesagt, Dieter Thomas Heck kommt jetzt über die Grenze und der hat einen Kalbsknochen dabei. Und in dem Kalbsknochen sind Diamanten drin. So. Der ist leider an einem anderen Übergang gefahren. Aber dieser Kalbsknochen war ungefähr 4 Monate lang immer wieder der Running Gag. Der kam immer wieder. Also entweder hat Cindy irgendwie Autogrammkarten erwartet, da lagen keine Karten drin, sondern der Kalbsknochen. Oder also das waren einfach so Sachen, ich finde das heute noch schön. Ja, ich der Bert heute, war so ein... Ja, es war ein Verrückter, absolut, ne? Der Bertel. Ja. Also wir haben nur immer Quatsch gemacht und das war schön. Und ich mache heute noch gerne Quatsch, immer noch. Frau Roos, wir hatten ein gemeinsames Erlebnis, in dem wir mal stundenlang miteinander gesendet haben. Und es gibt dann noch ein offenes... Ich habe mir extra die Haare gemacht für Sie. Ich habe sie mir extra blondiert, weil ich dachte nicht, dass er sagt, oh, die ist aber alt geworden. Das wäre nicht nötig gewesen. Du hast ja gesagt, wieso wirst du nicht älter? Das sind nur die Haare, das ist alles. Damals... Ja. Gab es ein Geheimnis und meine Damen und Herren, wir gucken uns noch mal an, weil ja, es ist bis heute ja, sehen Sie selbst. Oh. Können wir jetzt mal in die Handtasche gucken? Ja. Nee. Doch. Nein. Doch. Aber dann muss ich erst was rausnehmen. Was haben Sie in der Handtasche, was man nicht gucken darf? Das sage ich ja nicht, sonst würde ich es ja nicht rausnehmen. Das, was Sie rausnehmen. Ja, Herr Kachelmann, was kommt denn da jetzt? Ist das, gibt es das im Baumarkt? Nein. Holen Sie die Handtasche oder lassen wir sie holen? Aber ich hole die, aber ich hole erst was raus. Okay. Du lieber Himmel, was habe ich denn da drin jetzt? Ja. Aber das Lustige war, am anderen Tag, also ich wollte sagen, da war Geld drin. Damals hat man noch bares Geld gekriegt. Jetzt konnte ich doch meine Handtasche nicht aufmachen. Weil an der Kasse gab es ja immer nur so 10 Mark oder 5 Mark. Und die ganze Tasche war voller Geld. Ich dachte, wenn ich die jetzt aufmache, das ist ja furchtbar. So, am anderen Tag gehe ich zum Flughafen und da sagt einer, ich weiß, was in der Tasche war. Ein Dildo, gell? Also diese Sendung ist mir wirklich schade, dass man die nicht mehr sieht. Ja. Weil ich hatte damals so ein paar Fahrstunden gehabt, habe aber für mich gedacht, das ist für die Menschheit nicht so günstig, wenn ich den mache. Und dann haben die mich auf den Hof gebracht und mit einem Fahrlehrer und ich bin gefahren. Das war ungefähr so das Lustigste, was ich jemals gemacht habe. Da ist mir ein Radfahrer entgegengekommen. Und da habe ich nur gesagt, weiß der, in welcher Gefahr er sich befindet? Also diese Sendung. Und da habe ich den Herrn Kachelmann kennengelernt. Und bin ein großer, großer Fan. Weil das ist so ein Schweigsamer manchmal. Und dann haut der die Sachen raus. Man denkt immer, habe ich das jetzt richtig gehört? Oder ich war schon viel länger ein Fan von Ihnen. Ich habe ja Ihre Musik, ich habe Ihre Kunst. Und ihr regelmäßiges Gebiss seit vielen Jahrzehnten. Mein Gott, also der Raab hatten viel mehr Zähne im Nein, Gesicht als ich. Nein, aber nicht so regelmäßig. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Ja, ich könnte eine Banane quer essen. Hattet ihr was zusammen? Wir haben nichts gesagt. Nein. 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 Haben wir nicht. Aber was ich natürlich bedauere. Ja. Aber jetzt ist ja verjährt, ne? Was viele Menschen verblüfft, ist, dass das Bühnenprogramm, mit dem sie dann hieß, mehr... Nuttenkoks und frische Erdbeeren. Das ist ja Nuttenkoks. Ja, Nuttenkoks. Ich meine, nichts passt weniger zu ihnen als vielleicht frische Erdbeeren. Aber was ist... Ja, das ist aber ein Ausdruck von Heino. Ja. Heino hat immer erzählt, dass er in seinem Engagementvertrag drin haben muss, dass er Nuttenkoks und frische Erdbeeren hat. Und dann ist er rausgekommen aus der Garderobe und hat zu seinem Manager gesagt, es sind schon wieder keine Erdbeeren da. Und dann haben wir gesagt, so heißt unser Programm. Und wenn man dieses Plakat sieht, ja, er steht vor mir, genau da, wo mein Kopf ist, macht er die Hand. So. Und da haben wir gesagt, dieses Programm, dieses Plakat muss sein. Und dann habe ich mich gefragt, welche Frau, Kollegin in meinem Job das zugelassen hätte.
dass die Frau, die da neben ihm steht, überhaupt nicht zu sehen ist, sondern nur, dass du noch Aber ich habe so einen schwarzen Humor. Ich kann über solche Sachen lachen wie verrückt. Ja, Sie haben gesagt, der soll Ihr Begräbnis reden. Ja, wir waren hier in der Sendung und dann war ein Pastor da, der hat sehr schön gesprochen. Und dann sage ich so zu Wolfgang Trepper, würdest du meine Grabrede halten? Und Kim, die kriegt ja alles mit, die guckt da immer, sie hat überall Augen. Ne? Und dann sagt sie, was hast du denn da jetzt eben gesagt? Ich sage, ich habe jetzt gerade mal meine Grabrede klar gemacht. Dann steht der da und dann wird er wahrscheinlich sagen, meine Damen und Herren, hier liegt die Helene Fischer aus der Bronzezeit. Mary Rose, meine Damen und Herren, Mary Rose. Wir lieben dich.